Ausstellung hat ja so ein bisschen einen komplexen Titel, also einmal Mnemosyne und die Moderne und dann unten drunter als Untertitel nochmal Denken in Bildern. Und der erste Titel, Mnemosyne und die Moderne, bezieht sich auf einmal Abi Warburg, die Mnemosyne. Mnemosyne ist die Göttin der Erinnerung oder auch die Mutter der neuen Musen. Und Abi Warburg hat sein ganzes Forschen, also die Anlage seiner Bibliothek und seine Bilderforschung betrieben unter diesem Titel Mnemosyne. Also das heißt im Grunde seine Forschung der Mutter oder Göttin der Erinnerung gewidmet. Wir haben versucht, die Sammlung des Museums, eines Museums der modernen Kunst, zu untersuchen aus dem Blickwinkel oder ein bisschen durch die Brille vielleicht von Abi Warburg. Also Denken in Bildern bedeutet, dass Abi Warburg seine theoretischen Konzepte entwickelt hat anhand von Bildern, also zunächst erstmal die Bilder angeschaut hat und dann die Theoriebildung angeschlossen hat. Und wir haben genau dieselbe Prinzip oder dieselbe Methode versucht aufzugreifen und damit dann diese Museumssammlung hier zu erforschen und daraus dann Ausstellung und Katalog zusammenzustellen. Professorin Dr. Helen Kuriat hat Kontakt zu Frau von Assel, die hier das Museum leitet in Bayreuth. Und die beiden haben dann quasi diese Idee ersponnen, dass wir ja eine Zusammenarbeit machen könnten mit dem Kunstmuseum und dem Kunsthistorischen Institut der Universität Osnabrück. Und ja, wir sind dann da quasi so reingerutscht als Studierende, ja. Weil wir uns für das entsprechende Seminar angemeldet haben. Und ja, haben jetzt im Endeffekt die Ausstellung dann gestaltet. Wir haben genauso wie das Abi Warburg getan hat, den Menschen in den Mittelgrund gestellt der Ausstellung und haben uns die Frage gestellt, was macht eigentlich den Menschen aus? Wie verortet er sich in der Welt? Wie schafft er Gemeinschaft? Wie kommunizieren Menschen miteinander? Der Mensch stellt sich immer die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich eigentlich? Also existenzielles war uns wichtig und so haben wir, weil es hier 7 Ausstellungsräume gibt im Kunstmuseum Bayreuth, versucht, 7 Themen zu finden, rauszukristallisieren anhand unserer Recherchen hier der Museumssammlung und haben dann 7 Cluster gebildet, analog zu den hier vorhandenen 7 Ausstellungsräumen. Bildhaftigkeit bedeutete für ihn, dass er nicht geguckt hat nach der Ästhetik und dass nicht der Künstler im Vordergrund stand, also nicht die künstlerische Persönlichkeit, der Meister oder so, sondern dass das Bild, die Bildaussage, das, was das Bild erzählt, was es an Ideen transportiert, was es auch tradiert über die Kulturen hinweg, so zum Beispiel das Bild der Schlange, was bedeutet die Schlange in unserer christlichen Kultur, in unserem Kulturkreis, was bedeutet die Schlange in früheren anderen Kulturen, uns noch fremden Kulturen und so weiter. Also er ist vom Bild ausgegangen, also die Bildhaftigkeit bedeutet eben, was macht eigentlich das Bild aus? Es ist mal was ganz Neues gewesen tatsächlich, weil wir sonst tatsächlich viel theoretisch machen, also halt anhand von Referaten und dann eben Hausarbeiten, Ausarbeitungen und so weiter. Uns irgendwie der Kunstgeschichte so annähern und der Kunst. Und das war jetzt eine ganz tolle Erfahrung, irgendwie mal wirklich aktiv was zu gestalten.